So, hallöchen zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei einer neuen Folge bei Rust vs. Shine. Und ja, wir sind immer noch hier beim Düngen, bei der ersten Challenge. Ne? Ja, ich habe das Video wieder gecuttet, also wieder der so auch gedacht ist hier bei dem Projekt, weil wir da die an einem so durchziehen. Ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie wir hier abschneiden werden. Ich bin gespannt. Was meinen denn meine Mitkumpanen hier? Ich schreibe gleich. Ja, weil der gefragt hat, der Kollege. Ja, bei 15 Minuten schreibe ich. Alles klar, danke. Tschüss. Bitte, tschüss. Sind einige schwer nervös, kann das sein? Irgendwie schon, oder? Ich glaube auch. Schwer nervös, die Burschen. Ich bring hier entspannt meine Dinge aus. Ja. Oh, ich weiß nicht. Was ist das denn? Ah, jetzt geht der Trier wieder. Also, ja, du kamst irgendwie so über den Boden geschwebt. Ja, ich hatte einen Flugmodus noch an. Also. Nö, ich habe ja heute, ich habe ja solche Luftreiniger. Ja. Die habe ich heute mal richtig schön sauber gemacht, weil ich auch noch mal einen neuen Duft geholt habe. Jetzt riecht meine ganze Wohnung nach Bratapfel. Voll toll. Oh. Ich habe auch so ein Ding hier stehen. Die Schwester hat mir das geliehen. War, glaube ich, sogar von der gleichen Marke, oder? Ist kann möglich, ist, ja. Aber voll cool. Ich habe jetzt so einen Duft, jetzt riecht meine Wohnung sozusagen hier nach Kiefer und so, weißt du, so waldmäßig. Ja. Ja, so, also mögt ihr das auch hier, so frisches Holz oder so, wenn das geschnitten ist oder so. Frisches Holz auf jeden Fall. Boah, ja. Mega. Könnte ich früher jeden Tag riechen. Ich habe 10 Jahre lang in der Tischlerei gearbeitet. Ah. Ich habe 2 Jahre lang Ausbildung gemacht. Ja gut, Dommel, da du ja sowieso so einen Riecher hast, das wissen wir ja. Wow. Kannst froh sein, dass ich bei dem Traktor nicht geschnuppert habe. Ja. Also nicht, wenn ihr jetzt auf YouTube irgendwas aufkommt, nein. Es gab auch mal ein anderes Projekt oder es gibt momentan noch oder kommt immer darauf an, wenn ihr natürlich die Folge seht, ob ihr die im Nachhinein noch seht oder so, aber es gibt, wie auch immer, auch noch ein Projekt und da hat der liebe Domme, der mag halt neue Sachen und da muss man halt auch gerne mal dran riechen. So Sachen, wenn die neu sind, oder das kennen wir ja alle an neuen Autos oder an neuen Fahrzeugen, die haben ja so einen speziellen Geruch. Ne? Ja, das hat man. Das wurde da zum Besten gegeben, sagen wir mal so. Neuwagenduft ist aber auch was Schönes. Ich finde es schade, dass meiner noch nicht mehr riecht. Jetzt nach über einem Jahr. Ich müsste lügen und sagen, es gibt doch hier extra so ein Mittel oder irgendwie so ein Duft oder irgendwie so, wo du diesen speziellen Geruch von neu wieder ins Auto bekommst. Jetzt sagen andere wahrscheinlich, ja, mach mal sauber. Müsste ich auch nochmal, das ist auf jeden Fall. Ja, ich müsste auch ganz dringend, ich glaube am Wochenende werde ich das mal machen. Ich glaube, ich muss mir erstmal hier so ein. Kennt ihr diese kleinen Handstaubsauger da? Mhm. Entweder ich hole mir so einen oder ich fahre mal bei uns hier in der Nachbarschaft in diese Autowaschanlage.
Dadurch, also du kannst selber waschen, dann musst du aber hier für Staubsaugen und so, musst du dann nochmal extra bezahlen. Wenn du aber durch die Waschanlage fährst, kannst du kostenlos nachher noch das Auto aussaugen. Ich glaube, das werde ich dann auch mal irgendwie angehen. Ja, sowas haben wir auch hier. Also wir haben so eine Mega-Waschstraße. Mhm. Und da kannst du dann kostenlos aussaugen und alles, ja. Alt. Das Güllefass gefällt mir irgendwie. Weißt du, was ich gerade festgestellt habe, Stallus? Noch nicht. Ich bin an Domi vorbeigefahren, ich hätte bei Domi überladen können. Ach lol. Warte mal, bleib mal draußen. Das würde mich ja jetzt nur interessieren. Wie viel hast du noch drin? 36. 30. Dann fahr mal auf der rechten Seite parallel neben mir. Ja. Ich ziehe aber jetzt dann so nach links rüber und dann drück du mal R oder irgendwas, versuch mal. Oder ich. Komm. Rico! Ja, nee, das wird nix. Nee, du bist mir reingefahren. Oh, nee. Ja, sag ja, das wird nix, stehst du dich. Nee, das ging ja. Ja, geht. Das ist gut, Domme. Direkt ja. Neben mich. Ich bin auf dem Weg. Macht man nicht so schnell davon, ne? Unglaublich. Soll das ein Kunstwerk werden oder wie ist das? Ja, keine Ahnung. Ich bin leer. Gut. Domme neben mich. Ja. Ich hab R gedrückt. Nee, jetzt. Nein. Lass Stallus drücken, Domi. Nee. Jetzt hab ich wieder leer. Ja, so. Bleib mal hier. Ah, jetzt. Ich muss nur R drücken. Genau, das ist jetzt, glaube ich, quasi raus, einfach nur. Leute. Willst du es nochmal versuchen oder willst du es lassen? Wie viel lassen noch drin, Domme? Wir lassen 72%. Das. Ja, dann fahr neben mich. Fahr jetzt parallel neben mich. 16 km/h. Rico, du setzt ganz einfach wieder vorne an. Mhm. Ja, klappt nicht. Ja, das klappt ja auch. Das Ding ist nur mit dem Nebeneinanderfahren. Ja. Das meinte ich ja. Boogie, wie schwer ist es, geradeaus zu fahren? Boogie, es geht doch nicht noch einen Schluck Wasser in heiße Öl rein. Ich stehe so schon unter Stress. Ja, das ist so. Stehen unter Stress und wir müssen jetzt versuchen, wenn die jetzt nur noch 10 Minuten sind. Wir machen das ganz normal so weiter. Ja. Ihr macht euch den Stress auch selber. Ah ja. Kann man jetzt geteilter Meinung sein. Geteilter Meinung. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Weil ich nämlich gar nicht weiß, wie gesagt, das ist noch so ein Ding, was ich, wo ich mir noch ziemlich unsicher bin. Das Füllvolumen von den zwei neuen Güllefässern, wenn die mehr sind wie 15.000, dann haben wir sowieso verloren. Also da brauche ich nicht viel was rechnen oder so. Das ist Fakt.
Weil die haben mehr Ladevolumen dann in dem Sinne. Die können länger fahren. Oder wenn die die Taktik auch gegebenenfalls machen wie mir, dass eventuell die auch die Möglichkeit haben im Überladen, dann, dann ist das halt schon entschieden, sag ich mal so, ne? Das ist immer noch ein Spiel. Richtig, alles easy. Wir wollen ja auch gucken, das ist ja auch der Sinn dieses Projektes, dass man guckt, alt gegen neu oder eher gesagt groß gegen klein. Ne? Also wer ist schneller oder wer ist effektiver, jeweils mit der Taktik oder auch mit der Art und Weise, wie man mit den jeweiligen Arbeiten umgeht. Ne? Ich bin echt gespannt, was nachher so die Auswertung sagt. Also, ich bin ehrlich, bis jetzt war es tatsächlich für mich immer so, dass tatsächlich von Challenge zu Challenge war es für mich immer eine Überraschung, welche Seite gewonnen hat tatsächlich. Ja, vor allem, ich sag mal, erstens hast du ja komplett andere Gegebenheiten oder Arbeitsbreiten. Du hast die zwar gleich gehalten, Arbeitsbreiten und von der Arbeitsgeschwindigkeit her und diverse andere Sachen, sag ich mal, aber find mal irgendwo die richtige Taktik, damit umzugehen und womit bist du effektiver? Mit mehr Füllvolumen oder wie auch immer? Oder bist du eher flinker unterwegs mit kleinen Maschinen, mit kleinerem Ladevolumen? Oder wie auch immer. Ne? Das hat mir ja zum Beispiel bei dem Flüssigdünger ausbringen, da hat man das ja gesehen. Ja. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Also, das war auch ein Ding, das hätte ich niemals gedacht. Ich bin immer wieder überrascht, wie riesig diese Felder sind. Ja. Vor allem stell dir mal vor, so riesige Felder und du hast die wirklich zu 100% gedüngt, gekalkt. Und zum Beispiel hast du noch mit Precision Farming eventuell, dass du nochmal einen besseren Ertrag dir erwirtschaften kannst. Ja, da kommt eine Masse bei rum. Und dann so ein Feld voll Kartoffeln. Ja. Ist deine 2 Jahre in dem LS sind schon mal gesichert, weil du nur an einem Feld am Abernten bist. Ja. Und wir hatten 5 Minuten noch, okay. So, Leute, jetzt würde ich die Taktik bitte machen wollen. Obwohl, soll man die machen? Soll man die nicht machen? Soll man die machen? Domme, bist du leer? Nee, ich bin schon wieder auf dem Felde. Also wer kommt mir jetzt entgegen? Das bin ich. Rico. Okay, wenn Rico jetzt tanken fährt, wir müssten noch... Wir bringen ja trotz alledem immer weiter aus. Bringt nichts die Taktik. Weil... Wir bringen mehr aus, wenn wir mit 3 Mann ausbringen, weil die Strecken länger werden. Es ist so oder so immer einer am Fahren. Macht nicht viel Sinn, glaube ich. Weil das
wenn ich jetzt leer bin, dann ist Rico wieder da. Dann bringt der weiter aus. Und wenn der fertig ist, ist Domme wieder da. Und genau das Spiel, das spielt sich jetzt die ganze Zeit ab. 3 Minuten, weil, ja, jetzt brauchen wir brauchen auch nicht mehr an die Taktik zu denken, weil jetzt ist nur noch volle Arbeitsbreite. Volle Arbeitsbreite und jetzt können wir gegebenenfalls noch einmal auftanken oder vielleicht bei der Geschwindigkeit, wie die Trecker ja fahren, sind wir wahrscheinlich gerade mal wieder am Trecker. Ach nee. Ich glaube, das Ding ist wirklich eindeutig. Ja, glaube ich auch. Ja. Wir lassen uns überraschen. 2 Minuten, ja, dann müsste ich wieder am Güllebehälter sein. Ja, ich müsste am Feld sein. Gebt alles bis zum Schluss. So, Domme. Ich kann schneller fahren als die Traktoren. Domme, du versuchst jetzt wieder neu komplette Arbeitsbreite zu nehmen, ja? Mhm. Und ich versuche jetzt die kleinen Stellen hier noch in irgendeiner Weise mitzunehmen. Weil bis da hinten hin schaffe ich jetzt eh nicht mehr. Wenn ich überhaupt jetzt noch aufs Feld schaffe. Ich würde gerne so einen Turbo-Knopf drücken, aber gibt's ja nicht. Der ist links. Haben die alten Träger nicht so. Würde auch genau passen. 1 Minute, ja. Ja, krieg ich mal fast noch voll, was war's denn? Ja, krieg man jetzt wahrscheinlich gerade mal halb leer. Nö, das kostet noch leer. Ja, einfach drauf. Naja. Muss aufpassen, dass ich nicht gleich mit meinem Fuß beim Nachbarn bin. Ja. Im Wohnzimmer drin. Ne, unten drunter wäre dann auch wieder ein Schlafzimmer. Ich kenne so Situationen. Ich habe ausgemacht und bin ausgestiegen. Perfekt. Alles gut. Gut. So. Ich mache mal noch den Motor aus. Ja, wir können. Ich bin ausgestiegen. Dann würde ich uns zusammenziehen, nicht erschrecken. Ja. Genau. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Wolltest du ein Foto hier auf dem Feld machen, oder? Ja. Aber kannst du vorgefahren kommen, dann geht's schon. Ja, geht schon. So. Ja, hast du schon gespeichert? Speichert gerade. Jetzt heißt es. Ist jetzt fertig. Alles klar. Kann dann mein Team gerade auch mal die Gerätschaften bitte vorne zum Güllebehälter fahren? Das wäre sehr nett. Dann kann ich auch noch schnell ein Bildchen machen. Ich stehe hier schon. Sammeln wir uns wieder alle beim Händler, beim Haller Händler, beim Case Agriculture. Der Agrikultur. Bitte dran. Oder soll ich sagen, Agrikultur? Klingt es besser. Mensch, du kannst sowas nicht bringen, wenn ich gerade trinke. Warum nicht? Das ist deine Körperbeherrschung. Ja? Ja. Hast du mich kleckert oder was? Nee. Nicht. Es ging gerade noch so. Ah, ja, gut. Na, ist doch sehr schön. Das ist doch gut. So. Eieieiei, das ist wieder sehr, 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 sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Es ist schon wieder, wenn, aber verdammt gute Arbeit gemacht. Ja, verdammt wow. Gute Arbeit. So, bis groß. Komm her, komm ran. Ja,
Unser also ich würde jetzt wirklich mal mich weit aus dem Fenster lehnen und würde sagen, Axel, das reicht heute mal für uns. Das glaubst du nicht. Ah. Sowas zu sagen, das bin immer unglücklich. Ey, sowas, Ja, ich weiß das auch nicht. Domino, ein bisschen zurück. Obwohl, nee, lass so. Aber ich weiß es. Okay, der Basti weiß es. Oh. Und nur der Basti. Ah. Das ist wirklich, wirklich, wirklich knapp. Wirklich knapp. Ja, Moment, lass mich gerade hier noch ganz kurz alles einstellen, dann kommen wir auch dahin. So. Ja, ist trotzdem wirklich so, sehr knapp. Jetzt. Ha. Alter, ist da weiter anwesend oder was? Oder soll ich mich nur vorbeiholen? Geht dich gar nicht sagen. Unglaublich, was ist denn hier los? So. Das ist ja Wahnsinn. So, na dann, Basti. Also, erstmal schön, dass ihr es geschafft habt. Wow. Alle beide haben 9 Hektar geschafft. Aber der Stalus hat 9,158 Hektar geschafft. Und der Excel hat 657 Hektar geschafft. Somit hat die Scheinseite gewonnen. Boah. Ja. Juhu. Was hab ich dir gesagt? Was? Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ja. Glückwunsch. Glückwunsch. Oh. Aber knapp. Aber wirklich knapp. Ja? Das ist schon schön. Krass. Also nochmal, wie viel hatte jetzt die Rust-Seite? Die Rust-Seite hatte 9,158075 Hektar. Und die Scheinseite? Hatte 10,657350 Hektar. Hat nicht mehr viel gefehlt, Stalus. Das ist krass. Das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Vor allem, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, ne? Das ist halt, ich meine, ihr habt. Hattest du Italien? Als, gut, lassen wir das. Mein Lieben, wenn Sie das da jetzt sind in der Videobeschreibung verlinkt. Und in diesem Sinne, tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.